Das Making of. Die Stadionshow. Der Weltrekord. Die sind super, sensationell. Hammer. 5 Tage vorher. Alter, guck dir das an, 30.000, 40.000 Menschen. Ja, noch nicht. Noch nicht. Ein Fußballstadion. 2 Brüder. 40.000 Zuschauer. Spektakuläre Illusionen. Eine Weltrekordshow, die Massen begeistert. Eine Show lebt ja nicht nur von den Künstlern, die auf der Bühne stehen, sondern auch von vielen Technikern, die während der Show so Knöpfchen und Regler regeln. Also es sind insgesamt 252 Leute für uns hier. Krass. Da steht unser Name drauf. Das ist ein sehr großer Ausdruck. So, wichtig ist der Ton, das müssen ja alle von den 40.000 Menschen hören. Und da gibt es solche Delay-Tower, also Verzögerungstürme. Denn der Ton braucht ja ein bisschen. Mein Bruder braucht übrigens noch länger als der Schall. 252 Techniker waren 6 Tage lang rund um die Uhr im Einsatz, um das Equipment aus 21 Trucks aufzubauen. 65 Kilometer Kabel wurden verlegt und eine Soundanlage mit mehr als 400 High-End-Lautsprechern installiert. Wir werden von der Main zur Center Stage durch das Stadion fliegen. Also nicht so fliegen, sondern angekettet an ein paar Stahlseilen. Tada! It's a taxi! Yeah! Wir haben so eine Center Stage hier reinbauen lassen, um quasi zu jedem Sitzplatz den gleichen Abstand zu haben. Also damit auch die weiter hinten mal sagen können, sie waren direkt nah dran. Noch nie zuvor wurde ein Live-Event in Europa mit einer so aufwendigen Kamera- und Tontechnik aufgezeichnet. Einige der Objektive auf den Kameras wurden extra aus dem Ausland eingeflogen. Wir filmen diese Produktion mit 20 Kameras und das sind Kinokameras. Jedes Nasenhärchen wird man da sehen von mir. Nein, muss ich nochmal schneiden. Popel wird man da von dir sehen. Da ist beste Laune auf und hinter der Bühne garantiert. Ihm bekommt das große Stadion hier nicht. Fans aus aller Welt strömen in das gigantische Fußballstadion, um eine Show zu erleben, wie es sie noch nie gegeben hatte. Es wird der Hammer!
weiß nicht, wie es funktioniert. Das war einfach grandios. Wir haben es jetzt zum dritten Mal gesehen und es ist immer, immer wieder faszinierend. Ich bin sprachlos. Hammergeil. Der Abend endet mit der Weltpremiere von neuen Illusionen und dem Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde für die Zaubershow mit den meisten Besuchern der Welt. Es war der geilste Abend in meinem und ich glaube auch in deinem Leben. Aber you are officially amazing. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Falls ihr so eine Show mal live sehen wollt, schaut mal auf unserer Homepage vorbei, ehrlichbrothers.com. Da gibt es immer die besten Plätze und dann sehen wir uns vielleicht bald irgendwo, irgendwann wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.